Die Hannover Messe ist die Weltmesse der Industrie und damit ein Muss für die Entscheider der Branche.6.500 Aussteller aus 70 Ländern präsentieren ihre Neuentwicklungen. Vom Energiesystem der Zukunft bis hin zu Industrie 4.0. Die Stärke von Bosch Rexroth ist, dass wir die neue Technologie TSN zusammenbringen mit bestehenden Technologien und davon Lösungen ableiten, die wir dann auch in die Produktionsanlage Industrie 4.0 übernehmen. Es ist ein Chairless Chair. Chairless Chair. Genau. Sitzen ohne Stuhl. Genau, einfach zur Arbeitserleichterung. Wir generieren dann diese Gitterstruktur. Das entspricht ungefähr einer Knochenstruktur, wenn Sie einen Knochen aufschneiden würden. Ab sofort versorgen wir Sie täglich mit News aus Hannover. Digital Factory ist so das große Stichwort. Was für Plattformen, wer kooperiert mit wem, wer liegt jetzt mit wem im Bett? Mich interessiert besonders das Thema digitale Fabrik. Und was in den letzten Jahren immer nur auf der theoretischen Ebene gesprochen wurde, findet man heute halt ziemlich viele praktische Beispiele auch. Und da guckt man sich das auch gerne an. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich hätte noch mehr konkrete Dinge erwartet bisher. Also eher ein bisschen enttäuscht. Highlights sind halt die ganzen Maschinen, die erstellt werden oder die gebaut werden, um diese ganze Fabrikation halt in der Industrie zu erleichtern. Wohin geht die Entwicklung? Oh, das ist eine spannende Frage. Erstmal geht alles in die Cloud. Das steht mal fest. Und die Frage ist halt, was kommt aus der Cloud wieder zurück? Worauf hoffen Sie? Auf ganz viel spannende Innovationen, auf viele Ideen, Inspirationen für die Cloud. Und ja, mal gucken halt, ob es dann irgendwann nochmal anfängt zu regnen. Sieht es jetzt erstmal nach einem Fahrsimulator aus? Ja, es gibt grüne und rote Ampeln, so ein bisschen an das Fahrzeug gewöhnen. Ups, boah! Was war jetzt? Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Nein, das ist auch nicht der Sinn der Sache, das ist nur der erzieherische Sinn der Sache. Sie haben jetzt nämlich gemerkt, dass das Fahrzeug von außen offensichtlich gehackt worden ist. Seien Sie live dabei auf Messeblick TV.